Und dann sehen Sie auch ein bisschen das Konzept, das Stefan und ich hier verfolgt haben. Am 27. Mai 2017 brachte die New York Times einen Artikel mit dem Titel, der mich damals überrascht hat: Is China outsmarting America in AI? Und Gegenstand dieses gesamten Artikels war ein Feature ausgerechnet über einen jungen deutschen, noch ganz jungen Wissenschaftler aus Deutschland. Wäre es nicht grandios, wenn wir den jetzt hier hätten? Hier ist er. Hier ist Sören Schwertfeger. Er war gefeatured in diesem Artikel der New York Times. Er ist nun seit einigen Jahren an der Shanghai Tech University. Und wir erleben nach dem Feuerwerk von Herrn Taube, das so die wirklich sehr, sehr konzentrierte Außensicht uns vermittelt hat, das Innenleben. Wie sieht es von innen heraus aus in diesem China? Wie werden diese Umbrüche tatsächlich gestaltet? Ich habe übrigens den Artikel mitgebracht und reiche ihn gerne rum. Also man muss den nicht jetzt lesen, aber man kann mal reinspieksen. Ja, ich gebe ihn mal in die Runde, wenn Sie wollen. Sören, bitte, du hast das Wort. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Okay, also ich bin Sören Schwertfeger, habe auch einen chinesischen Namen, Shi Sören. Und ich arbeite halt seit 2014 an der Shanghai Tech University. Dort leite ich das Mobile Autonomous Robotic Systems Lab, mache also Forschung in Robotik, in AI. Und das ist eingebettet in das Shanghai Tech Automation and Robotics Center, wo wir zurzeit 6 Professoren sind, die grob gesagt an Robotik und Automation forschen. Zu meiner Historie, ich habe in der Universität Bremen mein Diplom gemacht und danach an der Jacobs-University, auch in Bremen, mein PhD in Computer Science. Vielleicht auch noch als kleine Bemerkung, im letzten Monat bin ich 12.500 Kilometer mit meinem Auto allein durch China gefahren und habe mir das auch nochmal alles genau angeguckt. Wir haben gerade schon gehört, deswegen kann ich diese Slide fast skippen. Es gibt ganz viel Förderung in China für Hochtechnologie und für künstliche Intelligenz. Wir haben von Made in China 2025 gehört, von dem New Generation Artificial Intelligence Development Plan. Es gibt aber auch ganz viele regionale Programme, die da drunter geordnet sind und die auch sehr interessant sind. Zum Beispiel 2013 gab es schon das Programm, um Shanghai zum Global Robotic Hub zu machen. Und jetzt 2017 ein Programm, um Shanghai zu Zentrum von Chinas KI-Industrie zu machen. Oder aber auch ganz interessant, 2017 in Guangdong gibt es das, von der Regierung den Plan, 80% aller Arbeiter in den Fabriken durch Roboter zu ersetzen. Und das ist ein Ziel, das von der Regierung ausgegeben ist. Also sehr interessant, was da alles kommt. Und natürlich, das ist einerseits von der Regierung, andererseits gibt es die Tech-Giganten in China und die Startups, die auch ganz viel KI-Forschung betreiben und ganz viel Kollaborationen mit Universitäten haben wollen. Ganz ein bisschen zu meinem Lab. Ich arbeite halt an intelligenten Funktionen für mobile Roboter, konzentriere mich da auf die Autonomie, künstliche Intelligenz, Mobile Manipulation, also Roboter, die einen Arm haben und damit was machen können, und Sensordatenverarbeitung. Habe auch ein ganz klein bisschen was zu autonomen Fahren als Nebenprojekt, weil für mich ist praktisch so ein autonomes Auto nichts weiter als ein großer Roboter. Und wenn ich schon an Robotern arbeite, dann kann ich auch ein bisschen was von diesem Hype von dem autonomen Fahren mitnehmen. Zur Finanzierung für mich als Assistant Professor, der da ganz frisch angefangen hat, ist wunderbar. Das kriege ich nirgendwo in Europa oder in den USA, so eine Startup-Finanzierung von 2 Millionen RMB für mein Personal Funding, also 250.000 Euro. Und dann das Center hat bis jetzt 8 Millionen RMB ausgegeben, also ungefähr 1 Million Euro. Das sind zwar 6 Professoren, aber diese 8 Millionen RMB sind eigentlich hauptsächlich für meine Spielzeuge, weil die anderen sind mehr oder weniger für Control Theory und solche Geschichten, die nicht so viel Hardware brauchen. Also wirklich super Ausstattung mit Sensoren, mit Robotern, was ich da Roboterforscher so wünscht. Ein bisschen was zur Universität. Das ist eine ganz neue Uni, die wurde 2013 gegründet von der chinesischen Akademie der Wissenschaften. Also wirklich die Top-Institution für Forschung in China.
und von der Stadt Shanghai. Und das Ziel ist tatsächlich, eine führende Universität in China zu werden und sogar weltweit, wenn es dann irgendwann mal so klappt. Im Moment haben wir 2.700 Studenten, 6.000 sind geplant, 150 Professoren, 500 sind geplant, also auch ein Professor-zu-Studenten-Verhältnis von 1:12. Unser Präsident ist Minghang Jiang, das ist der Sohn von Jiang Zemin, vom ehemaligen Präsidenten von China. Wir sind in Zhangjiang, in Pudong, ganz relativ zentral sozusagen, in Shanghai gelegen, sage ich nachher auch ein paar Dinge dazu. Und die Uni hatte drei Forschungsbereiche oder drei Schulen. Zum einen ist es Physik, ganz viel mit Material Science. Zum anderen ist es Information Science and Technology, meine Schule für Informatik und Elektrotechnik. Und dann auch ganz groß Life Science. Für Life Science ist in Shanghai sowieso ganz viel unterwegs, auch ganz viele Firmen. Aber auch von unserer Uni haben wir zwei Institute, für die wir insgesamt 4 Nobel Laureates eingekauft haben, die also richtig große Forschungsgruppen bei uns in diesen Instituten haben und die dann auch tatsächlich, wo diese Nobelpreisträger 3 Monate im Jahr bei uns sind und diese Gruppen leiten. Also viel Geld wird in die Hand genommen. Auf der anderen Seite haben wir auch 2 Schulen, die School of Entrepreneurship and Management und School of Creative Arts, die keine eigenen Studenten ausbilden, sondern die nur dafür da sind, unseren Studenten entsprechende Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben. Also zum Beispiel Kurse in Design Thinking oder in Creative Thinking oder auch ganz normal Management-Kurse und um Booking und sowas alles. Also die Idee ist schon dahinter, dass letztendlich die Studenten, auch wenn sie dann aus unserer Uni rauskommen, ihre eigenen Startups gründen. Ja? Deshalb auch diese Konzentration, dass auch alle Studenten solche Kurse belegen müssen. Das ist ein Bild von unserem Campus, also das gehört alles zu der Uni. Hier sind die Professorenwohnheime, habe ich auch eine schöne Wohnung. Hier sind Studentenwohnheime und hier halt sehr viele Forschungsgebäude für uns. Allgemein, wenn man spricht in China über Universitäten, dann gibt es natürlich ein paar Universitäten, die sind sehr bekannt. Da gibt es zum Beispiel die C9 League, die Ivy League von China sozusagen, zum Beispiel Peking University, Tsinghua und Fudan. Und die sind auch sehr gut. Die haben aber allerdings wirklich diese traditionellen chinesischen Strukturen, wo es dann einen Full-Professor gibt und der gibt wirklich vor, woran alle anderen Professoren in seiner Arbeitsgruppe arbeiten müssen. Also die Associate Professors und die Assistant Professors haben da keine Freiheit, ihre eigenen Themen zu besetzen. Und da gab es natürlich viele Anstrengungen, das zu ändern und das mehr nach dem westlichen Vorbild auszurichten, aber die waren nicht sehr erfolgreich. Und dann gab es praktisch die Idee, dass wir stattdessen neue Universitäten gründen. Ja? So, also obwohl es in China 20 Millionen Studenten gibt und 6 Millionen Absolventen jedes Jahr, von denen natürlich auch viele gut sind, muss man auch sehen, dass es viele von diesen Universitäten und viele von diesen Studenten auch wirklich nicht so Top-Qualitätsstudenten sind, sag ich mal. Also jedes Jahr interviewe ich mindestens 40 Studenten, von denen ich dann 2 auswählen darf, die in meine Gruppe kommen. Und da sieht man wirklich, dass obwohl einige Studenten in der Top 2 oder 3 in ihrer Klasse sind, wirklich doch noch sehr viel zu wünschen übrig lassen, sagen wir mal so. Insofern wurden neue Universitäten gegründet. Da gibt es zum einen die Southern University of Science and Technology in Shenzhen. Das ist so ein ähnliches Konzept wie Shanghai Tech, dass einfach eine neue Uni gegründet wird. Aber es wird auch sehr viel mit internationalen Unis gearbeitet. Zum Beispiel gibt es New York University Shanghai, wo wirklich New York University in Shanghai eine ganz neue Universität gegründet hat. Und viele Kooperationsprojekte, zum Beispiel Jiangzhoutung, Liverpool University oder Zhejiang University mit Illinois Urbana-Champaign. Oder Shanghai Jiaotong with the University of Michigan Joint Institute. Also das sind wirklich sehr viele Bestrebungen, um da die Wissenschaft sozusagen nochmal richtig aufzumischen und da weiterzumachen. Und das ist dann auch eigentlich so ein Grund, warum Shanghai Tech University gegründet wurde. Also es gibt schon über 2.100 Universitäten in China. Warum braucht man noch eine? Na, die Idee ist, um zu sagen, wir wollen eine richtig erfolgreiche, großartige Uni machen, nach den internationalen Beispielen, wie zum Beispiel hier Caltech und JPL, die ja wirklich zusammen Großartiges leisten, oder Stanford und Stanford National Accelerator Laboratory oder Berkeley oder Chicago. Also nach diesem Vorbild wird gesagt, wir wollen Shanghai Tech als Universität und die Chinese Academy of Sciences mit allen ihren Instituten als Forschungsverbund in diesem Gebiet, in Zhangjiang, richtig
massiv aufstellen, um dort wirklich Spitzenforschung zu betreiben. Ja, und das kommt halt nicht von irgendwo, das kommt halt tatsächlich von ganz oben. Präsident Xi has requested Shanghai to build a global innovation center with global influence. Und dann 2016 von Ministry of Science and Technology, Shanghai should build a comprehensive national science center with Zhangjiang as a core bearing area. Und Shanghai Tech ist halt sozusagen das Zentrum von diesem Zhangjiang. Hier sieht man mal so eine Karte, Zhangjiang, hier Shanghai Tech, hier unten im Zentrum. Und dann sieht man hier in blau die ganzen Institute von der Chinesischen Akademie für Sciences. Da sind viel für Life Science, das ist wirklich ein zentrales Thema in dem Gebiet hier. Da, unter anderem, weil es halt die Shanghai Synchrotron Radiation Facility gibt, also so ein großer Ring, wo Elektronen ganz Hochenergie beschleunigt werden, um dann Bilder von Molekülen machen zu können und auch Live-Bilder und solche Geschichten. Und wir bauen jetzt auch hier den harte X-Ray-Free-Electron-Laser, was irgendwie der hochenergetischste dieser wissenschaftlichen Geräte sein soll. Also wirklich ganz viel Forschung. Auf der anderen Seite gibt es auch Satellitencampusse von Jiaotung und Fudan University ganz in der Nähe, aber auch ganz viel Firmen und ganz viel IT-Industrie, zum Beispiel Shanghai Supercomputing Center, Baidu Research and Development Center gleich nebenan und auch viele große Firmen gleich nebenan. Startup Incubator ist auch gleich nebenan, große Firmen für Flugzeugforschung und Medizinforschung auch nebenan. Und wenn man sich Zhangjiang anguckt, das ist eine Freihandelszone, es hat also ganz spezielle Gesetze in China, um globale Unternehmen anzulocken und wird auch China's Silicon Valley genannt. Ist auch in der Nachbarschaft von Luzhou, was das Finanzzentrum von China ist. Und da sind wirklich alle großen Namen, alle großen Firmen sind in diesem Gebiet vorhanden. Internationale Firmen von HP, Lenovo, Intel, AMD, Infineon, SAP sind alle da und haben alle da Forschungszentrum. Und es ist schon ein sehr interessantes Gebiet, um da Forschung zu betreiben. Und viele Startup-Inkubatoren, private als auch staatliche, wie wir schon vorhin gehört haben. Ist also wirklich sehr interessant. Gut, das Thema meines Vortrags ist ja von China zu China mit AI innen drin. Und da habe ich einfach nur so ein paar Beispiele mal rausgesucht, wo denn solche AI-Technologie schon in China eingesetzt wird. Und das ist halt ganz massiv, was man hier zum Beispiel sieht, in dem Bild hier unten links, in chinesischen Hotels, wenn man sich da eincheckt, dann müssen die Chinesen ihre ID-Karte, also ihren Personalausweis vorzeigen, wo dann auch das Bild drauf gespeichert ist. Und dann wird halt mittels Gesichtserkennung überprüft, ob die Person, die sich da gerade eincheckt, auch wirklich die Person ist, die den Ausweis hat. Und das wird dann natürlich auch online zu wichtigen Stellen übertragen. Insofern ist die Gesichtserkennung das schon ein riesiger Markt. Alle möglichen Polizeikontrollen, gerade auch in Xinjiang, wo ich ja mit dem Auto gefahren bin, haben alle Gesichtskontrollen. Da gab es halt, wenn man in eine Stadt reinfährt, mussten sich alle Leute aussteigen und alle Leute auch per Gesichtserkennung registrieren. Was dann auch ganz interessant ist, weil das funktioniert halt in 95% der Fälle ganz gut. Aber dann gibt es auch die 5% der Fälle, wo es nicht geht. Manchmal nur nach dem zweiten Mal, aber auch ziemlich oft, wo es dann gar nicht funktioniert. Weil bekanntlich alle Chinesen ähnlich aussehen. Ja, gut. Aber das Interessante ist, diese Systeme funktionieren auch für den deutschen Reisepass. Nicht alle Systeme, aber es gibt einige Systeme, wo ich tatsächlich dann auch mit den Chinesen in einer Schlange stand und mit meinem deutschen Reisepass mich automatisch per Gesichtserkennung habe erkennen lassen müssen. Und das funktioniert in China tatsächlich nicht so gut. Das hat länger gedauert bei mir. Genau. Also wirklich Gesichtserkennung, das ist auch der Grund, warum der Markt für Gesichtserkennung in China so groß ist, weil tatsächlich diese Systeme wirklich überall eingesetzt werden. Ja. Auf der anderen Seite, Nummernschilder werden in China auch ganz viel erkannt. Das ist einfach irgendeine random Kreuzung in Xinjiang und da steht halt so eine Kamera rum, die einen beobachtet und auch die Nummernschilder ausliest und überträgt. Abschnittsgeschwindigkeitskontrollen gibt es in China leider auch. Hier für 28 Kilometer lang darf man nur 80 fahren, habe ich leider am Anfang auch nicht so richtig realisiert. aber naja, es gibt auch ein Punktesystem in China leider. Aber ist nicht so schlimm. Auch ganz interessant, Tiefgarage. Ja, wenn ich in Shanghai mit meinem Auto in eine Tiefgarage fahre,
dann wird automatisch das Nummernschild gescannt, dann kriege ich eine Nachricht in meinem Alipay, dass ich in die Tiefgarage reingefahren werde. Wenn ich wieder raus will, dann drücke ich einfach vom Handy auf Alipay und sage bezahlen und dann fahre ich raus, die Schranke geht auf, alles fertig. Ja. Ist super schön, funktioniert richtig super, aber die Daten werden natürlich auch überall gespeichert, wo ich überall war. Also die Polizei weiß das sowieso, die hat ja überall die Kameras, aber nun weiß das auch Alipay. Bezahlen mit dem Handy haben wir schon angesprochen. Tatsächlich, wenn ich rausgehe in China und irgendwas kaufe, ich habe kaum noch Bargeld dabei. Ich bezahle alles mit dem Handy. Das ist einfach das Einfachste und wie gesagt, man kriegt auch viele Discounts. Ja. Das kann ich alle nicht bedienen, die sind alle auf Chinesisch. Dann gebe ich das Handy immer der Bedienung. Die macht das für mich, aber ja. So. Fahrdienstvermittlung in China ist auch ein ganz interessantes Thema. Als ich gekommen bin in 2014, da war es noch ganz normal, dass man sich an die Straße stellt und ein Taxi heranwinkt. Heutzutage geht das in Shanghai überhaupt nicht mehr. Ja, warum? Weil sobald ein Taxifahrer frei ist, nimmt er sich sein Didi und sucht sich den nächsten Fahrgast und da fahren keine Taxis mehr rum, die keinen Auftrag haben sozusagen. Ja, das hat sich total geändert in den letzten 4 Jahren. Und gut, alle wissen, dass das China für AI halt total in Entwicklung ist und sich da total viel tut. Zum Beispiel auch diese Fahrrad, mobilen Fahrradgeschichten, die ja auch viel auf KI setzen, ganz viel. So ein bisschen über Startups, einfach nur als ein Beispiel aus der Anschauung von uns. An unserer Uni gibt es das Startup GGen. Das ist gegründet vom Professor Yijing Yi. Das ist ein Full Professor von University of Delaware. Der ist jetzt allerdings gekommen nach Shanghai Tech und ist jetzt mittlerweile unser Vice Dean. Und ein Grund, warum er nach Shanghai gekommen ist, ist, weil er hier sein Startup gründen kann. Also dieser Professor ist sehr berühmt für oder sehr bekannt für VR-Technologie und für Lightfield-Forschung, hat aber dann sich entschieden, sein Startup nicht in den USA, sondern in Shanghai zu gründen, weil es halt hier viel bessere Positionen dafür gibt. Auch vielleicht interessant, das ist unser Vice-Dean. Der Dean von unserer Schule, von der School of Information Science and Technology, ist Cher Wang. Das ist die Gründerin von VIA und HTC aus Taiwan. Ja. Die ist offiziell unser Dean und war auch schon ein paar Mal da und hat ja, mit uns gefeiert sozusagen. Okay, das brauche ich vielleicht nicht zu zeigen. Das hatten wir schon vorhin gesehen, dass es diese ganz großen Firmen gibt, genauso wie in den USA für IT. Was ich vielleicht noch sagen will, es gibt auch viele staatliche Firmen, die auch Innovationen machen sollen und wo es dann von oben Ansagen gibt und zum Beispiel dann auch Kooperationen gemacht werden sollen. Zum Beispiel bei uns in der Uni gibt es eine staatliche Roboterfirma, die bei uns in der Uni ein Labor hat und wo gesagt wurde von oben herab, wir sollten doch bitte schön kooperieren, wo aber dann auf der technischen Ebene nichts passiert. Also von diesen staatlichen Unis ist wirklich meine Erfahrung, geht staatlichen Firmen geht in Sachen Innovation wirklich kaum was ab. Da muss man sich wirklich auf die ganzen Startups konzentrieren. Und gerade auch im Bereich Robotik gibt es auch viele bekannte Firmen und auch viele Startups, die wirklich sehr interessant sind. Und was ich auch festgestellt habe, autonomes Fahren, das machen tatsächlich alle. Also alle, von denen man es denken würde, aber auch alle, von denen man es nicht denkt. Weil ich habe ja auch ein bisschen Forschung in autonomem Fahren dabei und da kommen halt Anfragen, um mich zu besuchen und zu kooperieren. Wohl hauptsächlich, um dann die Studenten abzugreifen, denke ich mal. Aber das machen wirklich alle Firmen und auch denen, von denen man es nicht denken würde. Das ist sehr interessant. Autonomes Fahren haben wir schon gehört. Baidu ist da auch ganz stark. Man sieht hier die Flotte von den Autos von Baidu. Das Bild ist sogar schon 2 Jahre alt oder so. Was ich aber ganz interessant finde, dieses Apollo-Projekt, was ja schon angesprochen wurde, das ist Open Source tatsächlich. Ja? Also wo man normalerweise denkt, dass China in Open Source tatsächlich nicht so interessant ist, ist doch tatsächlich, dass für dieses Projekt Open Source definiert ist. Und auch in diesem Innovation Plan, der sagt, dass China bis 2030 Führer in KI werden soll, da ist auch explizit Open Source mit erwähnt, als ein Mittel, um das zu erreichen. Also das finde ich persönlich jedenfalls schon sehr interessant. Vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, ich habe ja dieses Smart Car Projekt und eine Idee von mir war, dass ich Datensätze in China sammeln will, um sie dann zu veröffentlichen. Es gibt ja für autonomes Fahren dieses einen Datensatz Kitty Dataset, das ist sehr bekannt. Dann habe ich mir gedacht, in China ist es ja eigentlich noch viel interessanter mit dem ganzen Verkehr und allem drumherum. Aber das ist
überhaupt nicht möglich. Also zum einen, um die Sensordaten zu sammeln, braucht man eine Lizenz, ja, an die ich schon gar nicht rankomme. Die würde ich aber schon, das Problem könnte man umschiffen, indem man mit Startups kooperiert, die diese Lizenz haben. Aber dann diese Daten zu veröffentlichen, ist absolut unmöglich. Ja. Da komme ich, wenn ich das mache, sofort ins Gefängnis als Spion. Selbst Touristen, die einfach nur einen GPS-Tracker haben und den benutzen, um sie zu navigieren, sind schon im Gefängnis gelandet in China. Ja. Also solche ganzen Verkehrsdaten oder so zu veröffentlichen, ist unmöglich. Und Firmen, die an solchen Algorithmen arbeiten und auch ganz viele von diesen Daten haben, wenn sie dann internationale Kooperationspartner haben, dann ist es wirklich so, dass die internationalen Kooperationspartner die Algorithmen nach China schicken müssen. Dann werden die in China auf den Daten verarbeitet und dann können eventuell die Ergebnisse zurück ins Ausland gehen, um dort ausgewertet zu werden. Also da hat China tatsächlich auch ganz viel Hand drauf, dass die Daten China nicht verlassen. Vielleicht auch so ein bisschen dieser Hype, der aufgekommen ist, von wegen, dass China die USA überholt in Sachen AI. Das ist meiner Meinung nach so richtig aufgekommen in 2016. Da gab es nämlich diesen National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan von der US Obama Administration. Und da gab es diese eine Figur. Figures sind ja immer sehr wichtig, wo dann zu sehen ist, dass halt China in 2014 und 2015 die USA in Publikationen überholt hat, die zumindest Deep Learning oder Deep Neural Network erwähnen und die mindestens einen Zitat haben. Ja. Also das ist natürlich schon interessant. Auf der einen Seite, es zeigt auch, dass es wirklich viele Forscher gibt, die daran arbeiten. Auf der anderen Seite ist, denke ich, das nicht unbedingt ein Indikator für Innovationskraft. Ja. Ein Zitat ist wirklich nicht viel in der Wissenschaft. Und man muss auch bedenken, dass viele von diesen sehr guten Unis in China, die verlangen von ihren Masterstudenten, wenn sie graduieren wollen, mindestens ein Paper. Also du kannst nicht graduieren, wenn du nicht ein Paper hast. Und das ist dann vielleicht auch ein Grund, warum man sieht, dass es viele, viele Papers in China gibt. Okay. Ich habe noch ein paar Zitate einfach hier kopiert, um die mal vorzustellen. Zum Beispiel in 2015 hat Fei-Fei Li, der Google Chief Scientist, gesagt, dass 43% der Artikel in Top 100 KI-Journals von chinesischen Autoren stammen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er meint Autoren mit chinesischen Wurzeln oder wirklich Autoren, die in China forschen. Das weiß ich nicht so genau, aber ist trotzdem interessant. 2017 wurde Chinas erstes National Laboratory for Deep Learning eröffnet. Das ist so ein Online-Research-Network unter Führung von Baidu. Ja, das soll auf Gebieten wie Machine Learning, Visual Recognition, Voice Recognition und sowas alles forschen. Anderes auch ganz interessantes Thema ist, dass Foxconn plant, fast alle menschlichen Arbeiter durch Roboter zu ersetzen. Das ist schon aus dem Dezember 2016. Und damals haben sie schon 10.000 Foxbots pro Jahr produziert. Ich denke mal, jetzt sind es auch schon mehr. Google ist auch aktiv in China. Ja. Das hat 2017, Dezember, ein AI Research Center in Peking eröffnet. Auch interessant, von 2018 eine Neuigkeit von The Verge, die sagt, dass China überholt die USA in KI-Startup-Finanzierung. Ja. Da ist die Liste. China 48%, USA 38% und der Rest 14%. Ja. Das sind also interessante Zahlen, die uns aus Deutschland vielleicht zu denken geben sollten. Und dort werden auch noch natürlich die Chinas natürlichen Vorteile aufgezählt. Die große Bevölkerung, die natürlich auch dann viele von denen im Internet sind, 700 Millionen Internetnutzer und die natürlich dann auf der einen Seite viele Daten produzieren und natürlich auch viele Kunden sind. Und die große Unterstützung der Regierung und die sehr lockere Regulation von digitalen Dingen. Genau, auf der anderen Seite auch das China Enters the Battle for AI Talent, dass wir halt sehr wenige wirklich erfahrene KI-Experten haben. Ja, das sind wirklich ein rares Gut, Leute, die sich wirklich schon seit längerem mit diesem Thema auseinandersetzen. Und insofern treten chinesische Firmen auch sehr viel in Konkurrenz mit multinationalen Firmen, wie wir schon im Vortrag gehört haben, insbesondere auch mit sehr guten Gehältern. Und das natürlich ein super Problem ist auch für mich, because die ganzen Forscher aus den Universitäten werden abgeworben. Für mich ist es fast unmöglich, einen Postdoc in China zu finden. Ja. Nochmal zwei Meinungen. Zum einen von Yu Kai, das ist der frühere Chef von Baidus Deep Learning Institut. Der hat gesagt, es ist noch ein weiter Weg, bevor China die USA als führende KI-Macht überholt, weil die USA seit Jahrzehnten
KI entwickelt hat und es dort ein großartiges Ökosystem von bekannten Firmen, Universitäten und Ingenieuren gibt. Also einer, der es wissen muss, sagt, es dauert noch ganz lange. Auf der anderen Seite hier ist Edward Tse und der hat gesagt, dass China in den nächsten Jahrzehnten führen wird in AI. Unter anderem, weil China schon so viel Entwicklung gemacht hat. Ja. Und weil es weltweit weniger Vorgaben gibt und weil China halt den Vorteil hat durch die starke Unterstützung der Regierung. Auf der anderen Seite muss man auch wirklich sehen, das wurde auch schon angesprochen heute, dass AI sehr viel Einfluss auf die nationale Sicherheit und auf die Geopolitik hat insgesamt. Ja. Und dessen ist sich China schon sehr gut bewusst und das ist auch ein Grund, warum halt China diese ganze Förderung für AI so viel macht. Insofern wird in China natürlich sehr viel gefördert für Wissenschaft und da gibt es auch sehr viele Ausschreibungen. Die sind natürlich alle auf Chinesisch, die sehen dann so aus wie hier oben. Aber die kann man alle übersetzen mit Google Translate. Google Translate ist eines der wenigen Services, die in China sehr gut funktionieren. Das wird nicht geblockt. Und hier ist es zum Beispiel das Notice of the Ministry of Science and Technology on the Issuance of a National Key Research and Development Plan for Intelligent Robots. Ja. Und hier habe ich mal rausgesucht den Assessment Index für so ein Projekt, das heißt Environment Modeling, Localization and Navigation of a Vision-Based Robot. Das ist also eine Ausschreibung für eine Forschung, die man machen soll. Aber da wird richtig klein aufgeführt, was das Endprodukt alles liefern soll. Zum Beispiel soll die Map-Coverage mindestens 90% sein, aber der Fehler darf höchstens 20 cm sein im Indoor. Ja? Das wird in dem Forschungsauftrag sozusagen, in den Forschungsausschreibungen schon alles so vorgegeben. Das finde ich sehr interessant und sehr, auf der einen Seite sehr weitsichtig, weil wirklich genau gesagt wird, was du machen sollst und dass es anscheinend zum großen Plan passt. Auf der anderen Seite als Forscher ist das natürlich nicht sehr befriedigend, dass man so klitzekleine Vorgaben kriegt. Und dann ist auch ganz unten auch richtig interessant, ja, sollen at least two advanced cutting-edge technologies, which achieve the international leading level of similar technologies. Ja, also es wird nur gesagt, es soll mindestens die gleiche Leistung wie andere internationale Forschung ergeben werden. Aber es muss nicht besser sein, anscheinend. Ja. Man muss mindestens 5 High-Level-Papers publishen und mindestens 10 Patente machen, um dieses Teil zu bekommen. Ja. Also so sieht zum Beispiel eine Forschungsausschreibung aus. Also das ist von der Ministry of Science. Es gibt auch noch andere Forschungsausschreibungen vom National Science Foundation of China. Die sind ein bisschen vager definiert. Aber ist schon sehr interessant. Natürlich, wenn man sich da bewerben muss, muss es auf Chinesisch sein und deswegen habe ich da keine Chance, weil ich kann kein Chinesisch schreiben und wir haben das schon ein paar Mal versucht, die Studenten das übersetzen zu lassen, aber Studenten können solche Ausschreibungen nicht gut schreiben. Insofern ist es ziemlich schlecht für mich. Aber ist okay, ich habe ja genug Geld von der Shanghai Tech University, ich brauche solche Projekte nicht. Was für ein Luxus. Okay. Zum Abschluss vielleicht so ein bisschen meine Meinung, einfach nur so dahingeschmissen, ja, China ist in der AI schon ganz gut, aber ganz persönlich meine Meinung, habe ich das Gefühl, dass die USA schon noch besser aufgestellt ist. Europa hat auch einen grünen Haken von mir gekriegt, aber ist ein bisschen kleiner. Man muss auch schon ein bisschen sehen, in der KI-Forschung, jedenfalls von meiner Aussicht, gibt es total zwei verschiedene Welten, einmal die Universitäten und auf der anderen Seite die Industrie. Und für bestimmte Themen investiert die Industrie so viel Geld, da hat die universitäre Forschung überhaupt keine Chance mehr, zum Beispiel autonomes Fahren. Und es gibt auch so viel versteckte Forschung, dass die Industrie betreibt, von dem wir gar nicht wissen. Ja, und insofern ist es auch sehr schwer zu messen, ist nun China besser aufgestellt oder die USA. Wer weiß, was Apple und Google alles an geheimer Forschung machen und was da an Produkten in den nächsten Jahren kommt. Insofern, ja. Ich denke auch, dass die führenden US-IT-Firmen die Talente aus der ganzen Welt anlocken können, während hingegen chinesische Firmen eigentlich hauptsächlich nur chinesische Talente anlocken können. Und das ist immer noch ein Vorteil von den US-Firmen. Und für deutsche Firmen, ja, wir können auch internationale Talente anlocken, aber so attraktiv für Chinesen sind wir dann wahrscheinlich doch nicht. Ich denke, dass westliche Firmen doch noch eine bessere Innovationskultur haben. Man kann es zum Beispiel sehen, dass ja Baidu hat ja Andrew Ng angeworben als KI-Wissenschaftler und der ist dann nach einer relativ kurzen Zeit auch wieder gegangen. Also so richtig super kann das da, meiner Meinung nach, ist es auch alles nicht. Es wird versucht, aber die Kultur ist halt nicht die gleiche wie,
in westlichen Unternehmen. Ich habe dann mal versucht, so ein paar Angaben zu machen, wie Europa oder Deutschland sich gut aufstellen könnte. So richtig viel ist mir da auch nicht so eingefallen. Also ich denke, Europa hat schon noch gute Vorteile, zum Beispiel die Diversität, ja, wie verschiedene Kulturen, die alle zusammenarbeiten. Und der Datenschutz auf der einen Seite ist vielleicht auch ein Nachteil, aber auf der anderen Seite kann das auch ein großer Vorteil sein, den wir als Europa ausspielen können, um zu sagen, dass wir wissen, wie man Datenschutz macht und wir können das gut machen. Und unsere Firmen haben die Erfahrung darin, dass hoffentlich dann weltweit irgendwann auch übernommen wird. Und auf der anderen Seite ist KI ja hauptsächlich Software und Daten. Ja. Insofern bietet Open Source und Open Data doch eine große Chance. Das sehe ich in der Forschung, aber ich hoffe auch, dass es vielleicht auch für die Industrie eine große Chance gibt, auf diesem Gebiet sich zu engagieren. Und E-Government ist meiner Meinung nach auch insofern mit Open Data zusammen ein gutes Thema, wo sich Europa vielleicht sehr gut platzieren kann. Vielen Dank.